Raus aus dem Gedankenkarussell der Gedanken in deinem Kopf. Das ewige Abwägen von Vor- und Nachteilen, ohne dass es eine perfekte Lösung jemals geben wird. Also rein in den Körper mit einer tausende Jahre alten Übung, ganz easy going, ganz einfach. Achtsames Gehen. Du brauchst ein bisschen Platz, 1, 2, 3 Meter, stellst dich easy going hin, richtest deinen Blick 2, 3 Meter vor dir zum Boden, sodass der Blick mit dem Gehen, mit dem Mitwandern kann. Alright. Beginnst und bedenke, bevor wir loslegen, je einfacher, je banaler dir diese Übung vorkommt, desto massiver wird sie auf Körper und Geist für dich wirken können. Überzeuge mich gern vom Gegenteil. Beginnst mit deinem rechten Fuß zu gehen und spürst, das ist der Clou, du spürst dabei, was du tust. Du spürst also den rechten Fuß, während du ihn schreitest. Möglichst langsam, denn das erhöht die Achtsamkeit, die Fähigkeit, den Fuß auch spüren zu können. Linker Fuß, machst einen langsamen Schritt, spürst, nimmst den Fuß wahr, hörst in ihn hinein. Weiter in deinem eigenen Rhythmus, in deiner Langsamkeit. Ja, und wenn du dann dort angekommen bist, wo du stehen bleibst, fühlst du diese Achtsamkeit und dieses Spüren weiter, wenn du dich wendest. Spürst also den linken Fuß, wenn du dich wendest. Spürst den rechten Fuß, wenn du ihn wendest. Umso anstrengender dir das schon beim Zuhören und Zuschauen vorkommt, desto größer wird der Effekt für dich sein können. Beendest die Wendung. Und wenn du das 1, 2, 3 Mal beliebig oft hin und her gemacht hast, wirst du schon bemerken, dass dein Atem ruhiger geworden sein werden kann. Ja, das Herz schlägt ganz entspannt. Aber trotzdem sind vielleicht immer wieder noch Gedanken da. Das wäre nur normal, das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist durch Spüren, durch Körperwahrnehmung. Wir geben dem Geist eine klare Aufgabe, benenne leise im Geist, was du tust. Du machst wieder den rechten Schritt, langsam, spürst den Schritt und sagst zweimal leise im Kopf zu dir selbst, rechter Schritt, linke Seite folgt. Leise im Geist sagen und den Fuß spüren, linker Schritt und so weiter in deinem Rhythmus. Berichte mir gern, was es gemacht hat. Es geht aber noch krasser, noch mehr eine klare Aufgabe für den Geist und so mehr im Körper ankommen, mehr Gedankenstille finden. Rechter Fuß, du spürst wieder und benennst leise im Geist. Rechter Fuß, heben, spüren und benennen, vorwärts, senken. Linker Fuß, spüren und benennen, heben. Vorwärts, senken. Weiter in deinem Rhythmus. Lass mir gerne einen Kommentar da oder was auch immer, was es mit dir macht oder nicht macht. Oder mach es einfach nicht. Das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist durch Ankommen noch mehr im dir gegebenen wundervollen Körper. Bis demnächst, der Ulf.